Wir sind Leni und Florian, kommen aus Kärnten in Österreich und gemeinsam in unserem selbst ausgebauten Campervan wollen wir die Welt bereisen. Diese Woche erkunden wir die Hauptstadt von Italien und einen ganz besonderen Ort in der Toskana. Weil die Stellplatzsuche hier nicht so leicht ist, verabschieden wir uns von den freien Stellplätzen und übernachten auf Campingplätzen. Guten Morgen. Guten Morgen. Herzlich willkommen zu einem neuen Video und zu einer neuen Woche. Wir sind heute schon um 5 Uhr, glaube ich, ja, oder? Ja, um 5 Uhr ist unser Wecker gegangen, da sind wir aufgestanden, weil wir waren gestern schon rum schauen und da war extrem viel los. Mega. Und deswegen sind wir heute früh aufgestanden, damit wir heute noch ein paar coole Aufnahmen machen könnten. Und wir machen dann einen Vergleich von gestern auf heute. Also es war schon ziemlich wenig, also das Aufstehen hat sich gelohnt, ja, glaube ich. Ja. Aber es waren trotzdem sind schon langsam wieder die Leute gekommen. Also da ist den ganzen Tag was los. Ja, also es sind ein paar auch so schlau gewesen wie mir, was kleiner früh da waren. Wir haben gedacht, wir sind die einzigen mit der Idee. Ja, aber waren wohl nicht auch so. Nein. Ja, und jetzt sitzen wir da. Geht es gerade voll ab. Kein Plan warum. Aber zeig's mal. Ja. Die haben alle so ein weißes Konto. Die da haben alle so ein weißes Konto. Keine Ahnung, was da heute ist. Keine Ahnung, ne? Hm. Wahrscheinlich sind wir Kulturbanausen. Ja. Jeder weiß, was das ist. Das kann wir sein, nicht. Ja. Wir sind auch nur zufällig da. Aber naja. Hm. Ja. Jetzt gehen wir dann wieder hinter zum Auto. Ich bin echt schon hungrig. Machen wir noch Frühstück? Wir haben noch nichts zum Frühstück gehabt. Und es ist schon 8, glaube ich. Ach. Ist jetzt ein bisschen noch 8 ist jetzt schon, ja. Und es ist jetzt schon wieder viel los eigentlich. Aber ja. Ja. Also viel Spaß bei den Einblicken von Rom. I'm in the big leagues, told them don't miss me. Ballin' like Houston, ayy, feelin' like Whitney. I need a bag, bruh, send it through quickly. I'm making hits, dog, like I'm in the big leagues. Told them that I gotta go, dog. I'm riding a road, y'all. I think that I'm back in my bag now. So I need that go, y'all. Got hits when they throwin' the fastball. Just too quick for it, peeling off like the whip orange. Seen they effort is piss poor. I got too much, I gotta tend to. Car payments and the rent due. Told y'all that I'm 6 foot, but with the money stabbing, I'm 10'2". Too much that I've been through, so I put it all in that rear view. Clean money in a black whip. Got old problems with a friend's new. Yeah, I'm in the big leagues. Told them don't miss me. Ballin' like Houston, ayy, feeling like Whitney. Yeah, I need a bag, bruh. Send it through quickly. I'm making his dog. Like I'm in the big leagues. Yeah, told him I'ma hit it out of stands. I deserve another 100 bands. I deserve another 100 fans. Told him this was always in the plans. I just did it cause they said I can't. Blowing euros when I'm down in France. Labels asking how I build a brand. Told him put a check up in my hands. Who got time, no cap. Made a few checks, but they all in the raps. Had a few friends, but he suck in the past. I don't even trip when I'm thinking about that. Hopped in the whip and we all in black. Shawty wanna ride to the hop in the back. See what's 100 seen the. I'm in the big leagues, told them don't miss me. Ballin' like Houston, ayy, feelin' like Whitney. I need a bag, bruh, send it through quickly. I'm making his dog, like I'm in the big leagues. Told him that I gotta go, dog. I'm riding a road, y'all. I think that I'm back in my bag now. So I need that go, y'all. Got hits when he throwin' the fastball. Just too quick for it, peeling off like the whip orange. Seen they effort is piss poor. I got too much, I gotta tend to. Car payments and the rent due. Told y'all that I'm 6 foot, but with the money stabbing, I'm 10'2". Too much that I've been through, so I put it all in that rear view. Clean money in a black whip. Got old problems with a friend's new. Yeah, I'm in the big leagues. Told them don't miss me. Ballin' like Houston, ayy, feeling like Whitney. Yeah, I need a bag, bruh. Send it through quickly. I'm making his dog. Like I'm in the big leagues.
Yeah, told him I'ma hit it out of stance. I deserve another 100 bands. I deserve another 100 fans. Told him this was always in the plans. I just did it cause they said I can. Blowing euros when I'm down in France. Labels asking how I build a brand. Told him put a check up in my hands. Boy got time, no cap. Made a few checks, but they all in the raps. Had a few friends, but he stuck in the past. I don't even trip when I'm thinking about that. Hopped in the whip and we all in black. Shawty wanna ride till the hop in the back. 0 to 100, seen a rap on the dash. They ain't catching up, dog, I'm moving too fast. Yeah. I'm in the big leagues. Told him don't miss me. Ballin' like Houston, ayy, feelin' like Whitney. I need a bag, bruh, send it through quickly. I'm making his dog, like I'm in a big league. So, wir haben jetzt unseren Stellplatz verlassen. Der Florian ist gerade bei Rot über die Ampel gefahren, neben der Polizei. Weil die, was gerade ausfahren wollten, haben grün gehabt, mir links abbiegen nicht, aber er ist trotzdem gefahren. Gruppenzwang. Ja, wir sind jetzt auf dem Weg zu zu was sind wir jetzt auf dem Weg? Zum nächsten Stellplatz sind wir jetzt auf dem Weg, weil da haben wir was vor. Was Cooles. Das zeigen wir euch da. Ja, ich kann es schauen. Ah, das haben wir fein. Am Beifahrersitz. Du musst das sagen, wenn ich abbiegen muss, das sag ich ja. Ja, sag ich da ja wohl. Also ihr hört sich schon, die Leni fährt jetzt an. Die letzten paar Meter, eine halbe Stunde, ja, die letzten paar Kilometer. Ganz halb schon gefahren. Wieso nicht? Und ja, ich schwitze schon am Beifahrersitz. Ja, ich bin nass. Fahrt er schon. Lea, welche Kanau, sag ich da gleich. Leni am Steuer, noch eineinhalb Monat. Hilfe, ich hab Angst. Wofür darf man noch fahren? Nein. Was haben wir jetzt angekommen? Weh, da geht es gleich raus. Wir sind jetzt angekommen, weil wir gehen morgen in die heißen Quellen in Italien. Die heißen Saturnia Hot Springs. Und ich hoffe, man hört mich überhaupt, weil es regnet voll. Es hat auch gerade ein bisschen gehagelt. Und wir stehen jetzt auf so einem kostenpflichtigen Stellplatz. Ich glaube, wir zahlen jetzt für 24 Stunden 16 Euro. Aber da gibt es nichts. Ist anders. Also, wir haben jetzt geschaut, es ist wohl drüben noch ein Parkplatz für Autos. Aber da ist schon ein großes Schild, da zahlt man 500 Euro Straf. Die Polizei hat auch schon, glaube ich, wen einen Strafzettel aufgetan, der hat neben der Straße geparkt. Ja, jetzt stehen wir halt da für eine Nacht. Hoffentlich ist morgen besseres Wetter. Aber ja, bin schon gespannt auf morgen. Wenn wir gleich nach früh losgehen. Und ja. Zu früh. Halbe sechs, so irgendwas. Halbe sechs, mal aufstehen, 3:30. Jedenfalls, es ist einfach zu früh. Aber wir haben uns schon mit Poncho und Handtücher bewaffnet und gehen jetzt zu den heißen Quellen um. Ja, sind schon sehr gespannt. Und jetzt auf dem Weg dahin haben wir schon ein Portal entdeckt gehabt. Also vor uns so, keine Ahnung, 10 Meter oder so, ist auf einmal ein Wildschwein gestanden. Familie. Ja, genau. Mit sehr viele Junge und die sind dann voll weggelaufen und ja, war ein bisschen komisch, man weiß ja nie, wie so ein Wildschwein reagiert. Ich glaube, die reagieren gefährlich. Ja, wenn es um die Jungen geht, glaube ich schon, ja. Ja, ja. Ich glaube, stell vor, die gehen die an. War fatal, das war hart. Ja, du kannst schon da Lob haben. Nein, die waren zu schnell. Ja. Und ja, es stinkt, also man riecht es jetzt schon.
Es stinkt schon da ziemlich nach faule Eier. Mhm. Also wir sind gespannt. Das ist unser erstes Mal, wo wir in heiße Quellen baden gehen. Und die Hufe sind wirklich heiß, weil es ist kalt. Naja, es ist echt sehr kalt. Wir wollten einfach schon die Standheizung einschalten. Es ist wirklich kalt. Ja. Irgendwie Angst, dass die wieder kommen. Vogelverfolgungswahn. Also, schauen wir, wie das sein. Jetzt weiter. Und wo fahren wir hin? Wir gehen Trails anschauen. Also es ist da auf dem Weg Richtung Toskana. Ist in der Nähe, eigentlich sind es 20 Minuten Umweg, ist nicht so schlimm. Ist also ein Freeride-Anlage und da sind richtig coole Trails, was ich gesehen habe schon im Internet. Und die darf ich mir ja nicht entgehen lassen. Ich muss unbedingt anschauen gehen, weil ich glaube, die sind ziemlich cool. Und heute sind wir eh so erholt von unserem Ausflug in der Früh, unserem Bad. Es war wirklich super schön. Es war zwar, was war, 10 nach 6 waren wir drüben? Waren wir drüben, ja. Um 10 nach 6 waren wir drüben. Wir waren nicht allein, also mit 4 anderen noch. Mhm. Also wenn, dann früh hingehen, dass man seine Ruhe hat. Weil es parken jetzt schon ganz viele da und wenn es zu voll ist. Ja, dann ist und auch, ja. Vor allem heute in der Früh, es war schönes Wetter, wir haben dann einen super Sonnenaufgang gehabt und im Nebel hat es wirklich gut ausgeschaut. Also deswegen sind da die Aufnahmen ziemlich lang geworden und ich will jetzt nicht unbedingt irgendwas weglassen, weil es schaut einfach jede Aufnahme so richtig geil aus. Also wie die Sonne da durch den Schilf durchgekommen ist und auch mit der Drohne, also richtig, und denke ich, die Landschaft um ist auch richtig schön geworden. Also die Aufnahmen sind heute richtig geil geworden. Und das Beste ist, es ist gratis. Also man zahlt da keinen Eintritt für das. Gar nichts. Man muss nur die Parkgebühr da zahlen. Oder aber halt so wie wir auf dem, wir waren halt auf dem Campingplatz, haben wir 16 Euro gezahlt für 24 Stunden. Ja. Und wir waren gleich in der Früh und so lange ist man da eh nicht drüben. Nein, das aber geht es schon. Wirklich wunderschön. Das einzige, der Müll. Hm. Das Problem. Also
es war so, jetzt ist das gratis. Wie viele Sachen gibt's die gratis sein? Und dann liegt einfach so viel Müll um. Die Glasflaschen von Socken, ja, also alles. Das stimmt, sogar Badehosen ist in Gebüsch gelegen. Ja, keine Ahnung, wie der da hinkommen ist. Ja. Wir wollen es nicht wissen. Und in der Früh sind dann die Müllabfuhr, Straßen oder so. Gemeindearbeiter. Genau, die sind gekommen und haben dann den ganzen Müll zusammenklappen müssen. Mhm. Also ich weiß nicht, durch so eine Aktionen, durch so eine Sachen, wird es nicht mehr lang gratis sein. Also bitte lasst nichts liegen, nehmt einen keinen Müll mit heim. Es soll wirklich stehen und dann liegt da einfach so viel Müll. Ja, das ist nicht so wirklich super. Nicht schön, aber... Was aber? Aber, ich weiß nicht, genau. Als kleinen Tipp, eben Früh, unbedingt in der Früh, weil überhaupt, wenn man so ein Wetter hat wie heute mit dem Sonnenaufgang, das ist richtig geil gewesen. Und es waren immer so mehr sich, Leute. Ja. Und wenn es geht, unter Wochen, also nicht Wochenends. Ist sicher auch noch mehr los. Und? Badeschlapfen mitnehmen, weil die Steine nicht um weh. Außer man geht den ganzen Sommer bloßfüßig oder halt ohne Schuhe. Und aber dann tut es auch nichts, aber so wie uns. Also nicht das richtig. Ja, hat nicht. Echt weh getan. Die sind, weil alle Steine eben in die Becken drin sind, drunter, so Steine. Also es tut echt weh. Also, bitte Schlapfen mitnehmen. Ja. Das war gut. Wir haben sie vergessen. Ja. Also. Ich habe mir noch gedacht, nehmen wir die Schlapfen mit. Na. Ja, brauchen wir nicht. Aber. Für was? Ja. War gescheiter gewesen. Aber, genug geredet, jetzt fahren wir los, weil wir müssen eine Stunde. Eine Stunde fahren wir noch. So, wir sind jetzt bei den Trails da angekommen und das schaut irgendwie ziemlich zu aus. Also, es ist eigentlich ein richtiger Bikepark. Da kann man mit einem Lift auffahren und ja, mir ist vorgekommen, da beim Herfahren, dass sie da oben bei den Trails irgendwas bauen oder noch richten. Und jetzt werde ich einmal das E-Bike raustun und dann schaue ich einfach einmal und frage die einmal, ob sie offen haben oder ob sie zu haben und ja, sie gehe. Hallo. Hallo. Und? Wie war's? Naja, nicht so wirklich. Wieso? Ja, da hat leider alles zu. Also, die Trails sperren erst am 22. Mai auf, das Wochenende. Und weil da geht der Lift auf, kann man noch mit Lift auffahren. Und die tun da gerade noch richten. Das ist alles, da lassen sie noch keinen fahren, also ist gesperrt. Dann hat er mir einen anderen Trail gezeigt, der geht da hinten runter. Und ja. Da hat er recht gehabt, das ist richtig ein Naturtrail. Also da war gar nichts gerichtet. Teilweise sind die Bäume reingehängt, also richtig naturmäßig halt, das wie wenn du durch einen Wald runterfährst. Ich glaube, das ist einer von den ersten Trails, die sie da gebaut haben. Ich meine, sie wollen einmal richten. Und zum guten Schluss bin ich dann vom Trail rausgekommen und da war ich irgendwo inmitten Wald, es war kein Empfang. Jetzt habe ich like, Gott sei Dank irgendwie hat es dann das Handy aufgemacht, die Karten. Und dann hat dann wohl auf der Karten geschaut, irgendwie, dass ich auf die Straßen komme. Dann bin ich halt so an die Straßen entlang gefahren und ja, da oben halt so war das letzte Stickel, wo es noch abwärts gegangen ist, die letzten paar Meter. Also bevor es abwärts gegangen ist, ist mir der Akku auch noch ausgegangen. Weil Gott sei Dank war ich mit dem E-Bike unterwegs, weil sonst war das heute eine lange Tour gewesen. Aber ja, ich sage auch mal so, einen Hunger habe ich auch schon. Und jetzt werden wir uns einen guten Platz suchen und dann was kochen, da die vorschlagen, oder? Was sagst genau. du dazu? Ich war schon einen Hunger. Du hast Hunger? Ja. Jetzt haben wir
Endlich haben wir jetzt einen Stellplatz gefunden, weil das ist irgendwie gar nicht so einfach da, kommt uns vor. Also das mit den Stellplätzen sind auf Toskana nicht so wirklich, außer Campingplätze, es sind viel, aber ja, wir stehen lieber frei, da ist nicht so viel los. Wie wir zurückgefahren sind, haben wir uns gedacht, genau über uns sind nochmal heiße Quellen und wir wollten nochmal unbedingt schauen gehen, aber dabei war das nur ein Thermalwasser und es war lauwarm. Also es war dann eher, ja, es war nicht kalt, aber auch nicht jetzt so überdrüber warm. Und ja, jetzt haben wir wieder einen Bus. Ich mache jetzt uns noch einen Milkshake mit oder Bananen, Erdbeermilkshake. Und dann werden wir wieder eine Runde spielen gehen. Haben wir uns vorgenommen, weil gestern haben wir eigentlich gar nichts gespielt. Also würden wir uns wieder verabschieden von euch. Danke, dass ihr es wieder eingeschaltet habt. Und wir sehen uns nächsten Sonntag wieder. Für euch.